Ist das der neue Rotaugen-Trophy-Spot? Gerade ausgeworfen, Futterwische zusammengebastelt, erster Biss. Wir haben es relativ spät, ich bin sehr gespannt. Sieht schon sehr rotaugig aus. Ha! Oder ist es ein Giebel? Na, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Also, wir haben jetzt dreimal Futtermische drin. Wir machen jetzt aber erstmal hier dreimal, viermal, dass wir hier erstmal so ein bisschen mehr Futtermische am Ort haben. Und dann testen wir. Ich bin an der Sura. Ich glaube, das ist mittlerweile eins der Gewässer, wo man am besten Rotaugen-Trophys fangen kann. Mir fehlt noch eine Qualifikation. Und zwar die Qualifikation, lasse eine Super-Trophy frei. So, was fehlt mir noch? Eine bessere Kameraeinstellung. So, Kamera besser eingestellt. Jetzt noch einen Kaffee in den Kopf. Ah, lübt der Lachs. Alter, und da werden hier schon wieder die fetten Aale gefangen. Aal-Video schon gesehen? Ich verlinke das nochmal. Aal lübt tatsächlich so ein bisschen mehr auf der linken Seite. Trophys, Trophys, Trophys ohne Ende. Und jetzt testen wir einfach mal hier an der Sura die nächste Stelle, wo denn die Trophys reingehen können. Ganz wichtiger Punkt, ich lasse die frei fürs Achievement. Die normalen Trophys habe ich tatsächlich schon abgehakt. Lasse 10 Stück frei, das ist ein Achievement. Und dann gibt es noch die Qualifikation oder das Achievement, das ist ja nicht wirklich in-game. Lasse eine Super-Trophy frei. Und das mache ich dann natürlich mit so einer, ja, mit so einem ollen Rotauge, so einer Trophy, die nicht wirklich wertvoll ist. Die liegt ja irgendwie so bei 20, 24 Silber oder sowas. Das kann man mal machen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich hier versuchen, die ganzen normalen Super Trophys auch normal zu fangen und mal gucken, was dabei so rumkommt, ob sich das denn so einigermaßen lohnt. Und dann rechne ich das aber auch gleich nochmal ein bisschen durch. Ja, ich denke mal, es geht gleich hier so ein bisschen mehr in den Morgenstunden richtig los. Ob sich das vom Köder her lohnt. Denn wir haben hier einen relativ teuren Köder auch. So, das hat schon mal ein bisschen mehr Schmackes. 1, das sieht doch schon mal gut aus. Weiter testen. Ich habe jetzt hier zweierlei Setups. Auch, ja, 20 Gramm drunter. Oder nur 16 Gramm sogar. Perfekt. Aber es geht langsam los. Die Größen passen schon so langsam. Vielleicht sollte ich gar nicht mal so sehr hier ins Grün werfen, sondern echt eher so ein bisschen daneben. Denn die Chance, dass man hier verhakt, ist halt dann auch immer wieder da. Wollen wir nicht, ne? Also, fängt schon mal gut an. Gewichte, ja, alles über ein Kilo ist schon mal ein gutes Zeichen. Und vor allem, das ist eine Möglichkeit, auch mal Kohle zu machen. Und das ist halt jetzt die Frage. Lohnt es sich vom Köder her? Das ist halt wirklich jetzt die Frage. Der Köder ist relativ teuer. 300 Stück liegen bei knapp 200 Silber hier. 300 von den Steinfliegen. Das heißt, da muss halt schon ein bisschen... Da muss halt schon ein bisschen was bei rumkommen. Aber wenn da ein bisschen was bei rumkommt, das könnte auch schon direkt der nächste sein. Wenn da ein bisschen was bei rumkommt, ja, dann ist das natürlich nicht verkehrt, ne? Dann kann man das natürlich mal machen. Ich nehme die eine hier auch nochmal raus. Wisst ihr was, wir gucken mal direkt rein hier, ne? Wir gucken mal direkt rein hier in das Setup. So, ein Setup ist so zusammengebaut und das andere Setup anders. Ein Setup ist so zusammengebaut, nur mit Fluoro. Und das andere Setup hat das dünne Vorfach hier. Vorfachsmaterial vom Karpfenangeln. Sehr schön dünn.
passt sich schön, es ist schön weich, es passt sich super den Bodenstrukturen an und so ein Schnickschnack. Ne? Gut getarnt, wobei die Farbe halt nicht relevant ist, aber ist halt sehr schön dünn. Also eins ist halt so zusammengebaut mit diesem Vorfachsmaterial, das andere Set ist so zusammengebaut, ohne Vorfachsmaterial, sondern quasi direkt Fluorocarbon verwendet. Andere Möglichkeit, ihr klatscht hier einfach eine olle Monoschnur drauf, nehmt euch ein normales Vorfach, keine Ahnung, hier 4,4, zap, zarab und gib ihm. Ganz normale Route, Feederset Start, raus damit. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr geklippt, weil neue Schnur verwendet. Clip machen wir natürlich auch noch rein, 8 Meter. Zack, aber ich glaube, das passt so ungefähr. Bremse immer so ein bisschen anpassen. Und dann kann das losgehen hier. Und dann bin ich gespannt. Also wenn hier schön, ja, wenn das so weitergeht, dann ist das doch gar nicht so schlecht. Und es geht schon weiter. Aber wie gesagt, auch die Futtermische. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich mit der Futtermische gleich eine Pause mache oder ob die da am Dauerfressen sind, ne? Das kann ja bei so Weißfischen schon mal sein, dass die einfach hier alles wegfressen, ne? Nächster Brocken. Ah, nicht ganz so groß. Aber ich sag mal, von der Anzahl her bin ich jetzt, glaube ich, so ungefähr bei 10, zwischen 10 und 15 Futtermischen. Das heißt, es sollte ausreichend Futtermische da sein. Vielleicht mache ich einfach mal eine Pause bis in die Mittagszeit und fange dann in der Mittagszeit wieder so ein bisschen an. Keine Ahnung, so alle 6 Stunden nochmal ein bisschen was nachwerfen vielleicht. Vielleicht geht da noch was. Und das jetzt so mitten in der Nacht, ne? Das mitten in der Nacht. Ich gehe mal davon aus, dass gleich in den Morgenstunden 5, 6 Uhr rum, dass es da nochmal richtig reinschlägt. Wie gesagt, Super Trophy wäre schon cool. Wurden auch schon ein paar gefangen. Wäre gar nicht verkehrt. Dann hätte ich das endlich abgehakt. Und vor allem eine weitere Super Trophy in der Statistik. Rotauge war noch nicht dabei. Rotauge. 1,75 das größte bisher. Ja, fände ich eigentlich fair. So ein Massenfisch. So viele Trophys, wie man vom ollen Rotauge schon gefangen hat. Auf den teuersten Ködern. Auf den besten Goldködern. Einfach so als Beifang. Da kann man doch mal die Super-Trophy abhaken. Achso, Futtermische, ne? Futtermische müssen wir auf jeden Fall noch mit reingehen. Ganz wichtig, denn die ist auf die Zuckmückenlarve abgestimmt. Da ist zwar gerade was dran, aber irgendwie hat es sich noch nicht entschieden. Also gucken wir mal eben rein. Futtermische. Gemahlenes Biskuit. Als Basis, Lehm als nächstes mit drin, gehackte Würmer mit drin, Zuckmücken-Feed-Pellets und Zuckmückenlarve und Zuckmückenextrakt. Das heißt, wir sind extrem auf Larve aus. Das heißt, das ist auch die einzige Köder-Kombi sozusagen, die diese larvigen Komponenten mit drin hat. Also es gibt nichts Larviges. Also wenn man dann quasi hier mit irgendeiner Art Steinfliegenlarve, Zuckmückenlarve und so weiter, mit irgendeiner Art unterwegs ist, dann muss man quasi immer auf Zuckmücke als Köderkombi quasi zurückgreifen. Leider. Naja, aber ist halt so. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben ja noch Lehm drin, was die Wirkdauer auf 20 Stunden erhöht. Wisst ihr was, ich mache jetzt gleich erstmal Pause mit der Futtermische. Und dann werde ich echt erstmal gucken, ob es dann so einen Down gibt. Ob dann wirklich mal eine Flaude reinballert. Oder ob das hier konstant weiterläuft. Vielleicht so auch ohne Futtermische. Wäre ja nicht schlecht. Aber die Dauer, wie gesagt, 20 Stunden. Wir haben hier ein stehendes Gewässer. Da wird nichts weggeschwemmt von der Strömung und so weiter. Ich lasse das gleich. Ich nehme die Futtermische gleich bei allen Routen runter. Da sind jetzt, wie gesagt, irgendwas zwischen 10 und 15 Mischen sind da jetzt drin. Sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Der Spot sollte aktiv sein. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt wirklich hier ja, für 20 Stunden wirkt. Und es zuppelt wieder los. Sehr gut. Und da zieht einer ab.
und geht auch hart in die Bremse. Na, ob das... ob das die dicke Felle ist? Ob das ein Rotauge ist? Das ist doch bestimmt ein Giebel oder sowas, oder? Alter. Das ist doch kein Rotauge, Alter. Oder ein Döbel. Gibt's hier Döbel? Alter, das ist ein Rotauge. Das ist ein Rotauge. Was bist du denn für ein Prügel, Alter? Den müssen wir mal keschern sogar. Den lassen wir mal schön flach im Wasser. Alter! Neuer Personal Best! 1,8er Rotauge. Krasser Brocken, ey. Auf 4,4er Vorfach. What the heck? Alter, das ist richtig abgezogen, ey. Krass. Wie so ein fetter Döbel, ey. 1,8. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, also ich ziehe mir hier einfach noch ein paar Trophys und da geht's schon direkt weiter. Ich glaube, das ist die bessere Kombi hier. Wobei, hier geht's jetzt auch gerade los. Aber ruhig mal auf feinem kleinen Setup rangehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal auf 3, ja, extra in den Drill gehen. Aber dafür dann vielleicht echt die scheuen ganz großen überlisten. Da ist doch schon wieder was runter. Ja, der zieht auch schon. Zack, Alter. Jawohl, und es geht weiter. Halt, ich muss die Futtermische runter machen. Nicht, dass ich gleich überfütter. Futtermische runter jetzt, so. Alter, und der geht ab hier. Der ist zu klein. Hier gehen wir aber jetzt auch runter von der Schnur. 6,9, ich gehe runter auf 4. 4 Fluoro komplett. Wo ist es? Hier. 4 Kilo Fluoro. Ach so, hier ist ja eh das Dingens. Weißt du was? Mach ich runter. Ich gehe auf 4 Kilo Fluoro komplett. Ich habe wieder Futtermische drin. Alter. Aber noch sollte es okay sein. Noch sollte es okay sein von der Anzahl, von der Menge. Hier auf jeden Fall jetzt runter. Also, raus damit. Ich habe übrigens den getarnten Futterkorb. Auch das natürlich immer so nice to have, wenn ihr das noch nicht habt. Kann man das später natürlich irgendwann nutzen. Das ist alles, sind alles teure Komponenten. Hier natürlich auch teure Routen, teure Schnur. Man kann das hier auch mit einem Basic Setup machen. Ne? Dann gehen vielleicht 2, 3 Fische weniger rein. 2, 3 mehr, die unmaßig sind. Vielleicht gehen auch 2, 3 Trophies weniger rein. Aber der Trophy Spot, er läuft. Gönnt euch die Brocken. Ich glaube, man hat genug gesehen. Petri Lümmels, zieht euch raus, die Dinger. Ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht ballert ja noch die Super Trophy. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Petri.